Hallo und herzlich willkommen zum Kurztest der Withings Aura, einem Schlafüberwachungs- und Analysesystem. Das Ding funktioniert auch als Nachtlicht und zwar, wenn man es oben berührt, dann kann man das Licht ein- und ausschalten, ist allerdings nur wirklich so, um kurz in der Nacht zur Toilette zu gehen geeignet und eher weniger, um dabei zu lesen. Streicht man auf der rechten Seite des Geräts auf und ab, so kann man die Lichtstärke regulieren vom Licht. Ist der Schlafmodus aktiviert, kann man hier auch die Lautstärke vom Geräusch regeln. Hält man das Gerät jetzt mit der Hand oben etwas fest, dann wird der Schlafmodus gestartet und die voreingestellte Schlafmelodie ertönt. In meinem Fall ist das Ozeanrauschen und das hören wir später noch ganz genau. Und wie man jetzt sieht, kann dann hier die Lautstärke geregelt werden. Mit einem Doppeltippen auf die Oberseite der Aura wird dann ganz einfach der Schlafmodus beendet oder auch der Alarm, wenn man den eingestellt hat. Das funktioniert dann übrigens auch ganz einfach über die App. Die ist gratis im App Store derzeit nur für iOS verfügbar. Mit diesem Schieberegler kann also der neue Alarm eingestellt werden. Es gibt auch ein Smart-Fenster, das man justieren kann. Das ist diese kleine weiße Ellipse hier am Bild. In diesem Bereich wird dann quasi der Alarm ausgelöst. Also quasi hier jetzt 15 Minuten vor 10 vor 8 am Morgen. Der Alarm kann auch komplett abgeschaltet und wieder eingeschaltet werden. Das funktioniert über eine Bluetooth-Verbindung. Allerdings derzeit nur ein Alarm auf dem Gerät möglich. Man kann also nicht sagen, okay, am Wochenende möchte ich um 9 aufstehen und dann eben zu einer anderen Zeit. Hier hören wir jetzt also die verschiedenen nicht Einschlaf, sondern Aufwachtöne. In dem Fall jetzt spielt gerade Desert Wave ab. Es gibt derzeit leider nur 4 verschiedene Töne, die man einstellen kann. Man kann auch hier mit dem Schieberegler die Lautstärke oder eben auch die Leuchtstärke dieses Lichts regeln. Wirkt im Bild jetzt eher so lila, ist in Wirklichkeit so ein bläuliches Licht, das eben die Morgendämmerung etwas simulieren soll. In Zukunft soll über ein Software-Update verschiedene andere Töne nachgeliefert werden, bis jetzt allerdings eben nur diese 4, die man hier sieht. Ich habe es gerade eingestellt auf Moss Forest. Deswegen ist natürlich hier auch jetzt das Häkchen gesetzt. Man darf sich auch nicht wundern, diese Töne müssen erst heruntergeladen werden. Wenn die App installiert ist, gibt es dann einfach nur zuerst mal einen Ton. Und die werden dann nach und nach geladen, wenn man sie aktiviert. Man kann auch diesen über die App ganz einfach den Schlafmodus starten. Man muss also nicht das Gerät berühren. Und entsprechend der 4 Einschlaftöne gibt es dann natürlich auch 4 Wecktöne. Nur 4 derzeit. Auch hier kann man nur hoffen, dass Withings relativ bald über ein Software-Update weitere Töne zur Verfügung stellt. Grundsätzlich sind die ganz nett, die Töne. Ich habe das Aufwachen mit einem dieser Töne und mit dem Licht immer als sehr angenehm empfunden. Ja, die Steuerung ist nicht Standard, aber geht ganz schnell in Fleisch und Blut über und stellt auch, denke ich, niemanden vor größere Probleme. Wie gesagt, wenn dann mal mehr Töne verfügbar sind, hat das Ganze natürlich auch einen entsprechenden Mehrwert. Natürlich kann man auch diese Schlafprogramme jederzeit beenden über die App. Das muss also auch nicht am Gerät gemacht werden. Und man kann relativ bald, nachdem der Schlaf abgeschlossen ist, auch die statistischen Daten aufrufen. Sprich also REM-Schlaf, leichten Schlaf, tiefen Schlaf oder eben auch Wachphasen. Es wird dann auch die Temperatur aufgezeichnet und die Helligkeit im Raum. Das funktioniert also schon ganz gut. Die Lautstärke der Umgebungsgeräusche noch nicht. Das Gerät hat hinten 3 USB-Anschlüsse, 2 für die Schlafsensoren, das sind die 2 linken, den Stromanschluss und der rechte USB-Anschluss kann dazu genutzt werden, ein Smartphone aufzuladen. Ich hätte mir hier eine Farbkodierung gewünscht, damit es nicht passieren kann, dass man versehentlich den Schlafsensor vielleicht am falschen USB-Anschluss ansteckt. Ja, und wenn wir uns nun dem Schlafsensor selbst widmen, der wird unter der Matratze platziert, in diesem Fall auf einem Lattenrost. Der ist mit kleinen Luftkammern aufgebaut, über die er dann erkennt,
ob sich der Körper bewegt und wie er sich bewegt und in welcher Schlafphase man sich befindet. Einziger Nachteil, der Schlaf wird vollautomatisch aufgezeichnet und derzeit kann man auch noch die Zeit nicht nachjustieren. Wenn ihr also zu zweit im Bett seid, dann gibt es da leider derzeit noch oft Fehlmessungen. Alles in allem ein ganz gutes Produkt, ganz gute Schlafmessungen und mehr dazu gibt es im Testbericht auf www.macmaniacs.at. Wenn es euch gefallen hat, bitte nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und uns treu zu bleiben. Bis bald. Ciao, ciao.